Hey Leute, ich glaube, wir müssen reden. Vor einigen Wochen hatte ich die Idee, dass ich auch mal ein bisschen draußen kochen möchte. So weit, so gut. Ich habe mich beraten lassen von verschiedenen Leuten, im Bekanntenkreis. Ich war bei einem großen Outdoor-Ausstatter. Alle haben sie gesagt, nimm ein Trangia. Mit dem Ziel, das du hast, draußen vielleicht mal für 2, 3 Leute kochen. Richtig lecker auch dann zu kochen. Um nicht nur einfach irgendwie Tütensuppen aufzuwärmen oder Dosen aufzuwärmen, sondern auch tatsächlich mal ein bisschen was in der Outdoor-Küche zu zaubern, auf kleinen Wanderungen oder ähnlichem. Nimm Trangia. Der ist idiotensicher, der ist unverwüstlich, der ist unkaputtbar, funktioniert immer. Aber Leute, was soll ich sagen? Ja, nichts ist. Es hat nicht wirklich lange gedauert. So ziemlich genau 6 Minuten. Und der Trangia, ihr seht es hier unten, ist geschmolzen. Und ich zeige es euch noch mehr, auch hier oben. Der Einsatz von dem Windschutz, beziehungsweise der Windschutz, hier oben ist geschmolzen. Ich hoffe, das erkennt man jetzt hier auf dem Video. So, da ist er geschmolzen. Und hier vorne, der Windschutz hat sich komplett aufgelöst. Aber was ist verkehrt gelaufen? Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt gleich im Video an. Ich bin nämlich mit dem Windschutz zum Outdoor-Ausstatter meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, hey, du hast mir das Ding verkauft, hast gesagt, das ist idiotensicher, das hält ein Leben lang. Und, sorry, ein Leben lang halten verstehe ich anders. Ich bin nämlich keine Eintagsfliege. Und deswegen gucken wir uns mal an, was schiefgelaufen ist. Trangia, muss man sagen, bin ich immer noch von überzeugt, von dem Konzept. Der Windschutz, der obere Windschutz, das Unterteil, 2 Töpfe drin, die Pfanne, alles super, aber mit der Bedienungsanleitung und der Bedienung von dem Ding ist etwas ungeschickt gelaufen. Also würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was da schief gelaufen ist. Aber ich würde sagen, dafür machen wir uns nebenbei noch einen Kaffee. Den Windschutz lege ich mal zur Seite. Ich habe nämlich inzwischen einen 9, einwandfrei. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier jetzt einen leckeren Kaffee kochen. Und wenn gleich dann der Kaffee kocht, dann gucken wir uns nebenbei an, was damals vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist.
So, während der Kaffee jetzt hier kocht, würde ich sagen, oh, das sollte gehen. Während der Kaffee jetzt hier so langsam kocht, gucken wir uns mal das Video an, was dabei schiefgelaufen ist. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich quasi für den ersten oder für das erste Ausprobieren des Trangias tatsächlich habe die Kamera mitlaufen. Das mache ich normalerweise nicht, wenn ich irgendwelche Sachen zum allerersten Mal ausprobiere. Probiere ich es erstmal für mich aus, um zu gucken, wie funktioniert es, wie nicht. Und deswegen, ich habe mir eine schöne Ecke unten am Rhein gesucht und es war relativ windig. War vielleicht schon der erste Punkt, der nicht ganz so optimal war. Aber es ging halt nicht anders. Ich habe den Trangia aufgebaut und der erste Fehler, den ich dabei gemacht habe, ist, ich habe den Trangia, den Brenner selber, unten direkt in den Windschutz reingestellt und in den Windschutz befüllt. Das bedeutet, dadurch, dass der Trangia in dem Windschutz selber befüllt wird, kann es natürlich vorkommen, dass wenn man da ein kleines bisschen kleckert, dass dann tatsächlich etwas daneben geht, unter den Windschutz unten läuft, was sich dann dort entzünden kann. Ein weiterer Punkt, den ich beim Befüllen des Trangias vielleicht schon falsch gemacht habe, ist, dass ich ihn minimal zu voll gemacht habe. Man sagt normalerweise so maximal 2/3, da habe ich mich dran gehalten. Aber es kann natürlich sein, dadurch, dass in dem Trangia selber keine Markierung ist, dass ich dort auch nicht ganz diese 2/3 getroffen habe. Von daher mag es natürlich sein, dass er vielleicht etwas zu voll war. Der nächste Punkt, den ich dann mit dem etwas zu vollen Trangia Brenner falsch gemacht habe, ist, der Baumstumpf, auf dem ich das da hingestellt habe, das kann man normalerweise mit dem Trangia machen, aber dadurch, dass der Trangia oder der Baumstumpf selber nicht ganz perfekt gerade war, ist es halt dazu gekommen, dass der Trangia schief stand. In Kombination mit dem etwas zu vollen Trangia kann es natürlich sein, dass der Spiritus, der in dem Trangia selber durch die Wärme normalerweise verdunstet, das heißt, der Spiritus in dem Trangia selber, in dem Brenner, kocht, blubbert ein bisschen, kann natürlich sein, dass er dabei flüssigen Spiritus und nicht nur das Gas aus den Düsen gedrückt hat, des Trangias, und dort dann entsprechend mehr Brennstoff aus dem Kocher herausgedrückt wurde und damit auch an der Luft verbrennen konnte, als eigentlich geplant. Das ist alles dann unter den Kocher gelaufen, unter den unteren Windschutz hier unten in den Bereich, und hat dort dann angefangen zu brennen. Hat natürlich dann den Nachteil, dadurch, dass dann dort deutlich mehr Brennstoff verbrennt und die Verbrennung deutlich mehr Sauerstoff kriegt, als in dem Brenner selber, dass die Verbrennung auch entsprechend heißer abläuft. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe den Deckel von dem Trangia oder die Pfanne von dem Trangia nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist, als Deckel so rum benutzt, sondern ich habe, weil ich es irgendwo mal in einem Video gesehen habe, dass es effizienter sein sollte, den Deckel so herum draufgesetzt. Auf dem Trangia selber bedeutet das, dass hier in dem Bereich ein Wärmestau entsteht. Die Wärme kann nicht mehr nach oben abziehen. Dementsprechend wird es unten noch heißer. Mehr Spiritus verdunstet, je heißer es wird, desto mehr hat er unten aus dem Kocher herausgedrückt, in dem Bereich unterhalb des Windschutzes verbrannt und dementsprechend heiß die Verbrennung durchgeführt, sodass das Aluminium dann am Ende des Tages schmelzen konnte. Normalerweise verbrennt Spiritus gar nicht so heiß, dass das Aluminium schmelzen dürfte, aber in Kombination mit der großen Oberfläche, auf der es verbrannt ist, unter dem Windschutz, dem Wind, der zusätzlichen Sauerstoff hinzugeführt hat, ist es tatsächlich so heiß geworden, dass es richtig Sauerstoff oder den Spiritus aus dem Kochen herausgedrückt hat, immer mehr. Und normalerweise brennt der dreiviertelvolle Trangia ungefähr 15 bis 18 Minuten, soweit ich das bei mir ausprobiert habe.
der gesamte Kocher, den ich da, oder die gesamte Füllung, die ich damals dort drinnen hatte, bei diesem ersten Versuch, die ist innerhalb von 6,5 Minuten komplett verbrannt gewesen. Das zeigt natürlich, wie schnell diese Verbrennung stattgefunden hat, wie viel Energie da innerhalb kürzerer Zeit freigesetzt wurde, also deutlich schneller als geplant. Und dementsprechend auch dann zu der Beschädigung des Kochers geführt hat. Ich hoffe, dass euch, oder ich hoffe, dass euch diese Fehler, die ich da gemacht habe mit dem Trangia, dass euch diese nicht passieren und ihr viel Freude daran haben werdet. Wie gesagt, ich bin so überzeugt von dem Konzept, dass ich hier auch weiterhin auf den Trangia setzen werde, wenn ich draußen unterwegs bin. Zumindest, wenn ich mal lecker kochen möchte. Klar gibt es kleinere Kochsysteme, wahrscheinlich auch brennstoffeffizientere Kochsysteme. Aber ich denke, für meine Zwecke ist das durchaus eine ganz gute Kombination. Ich will mal für die Kids ein bisschen was mit draußen kochen, auf Ausflügen oder beziehungsweise auf Wanderungen. Und einfach so diesen Abenteuerfaktor da nochmal ein bisschen mit reinbringen. Und ich werde das entsprechend weiter ausprobieren. Und gerade hier ist es ja auch so, man hat in dem Trangia-Set durchaus immer diese beiden Töpfe, die Pfanne, die man geschickt ineinander stapeln kann. Als Gesamtsystem finde ich es durchaus spannend und werde das auch weiter nutzen. Und freue mich jetzt gleich auf einen lecker Kaffee. Ich stelle mir das übrigens gerade echt spannend vor, wenn hier irgendwer jetzt vorbeikommen sollte und es riecht hier, ich habe hier echt leckeren Espresso drin aus einer Kaffeemanufaktur hier bei uns im Ort und es riecht hier gerade echt nach richtig leckerem Kaffee.